Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. In den Räumen der Stadtwerke Bruck an der Mur können Künstler immer wieder ihre Werke in der Stiegenhausgalerie präsentieren. Gestern wurde im Zuge einer Vernissage wieder eine solche Ausstellung eröffnet. Auf Einladung der Stadtwerke Bruck an der Mur wurde die Fotogruppe der Naturfreunde gebeten, ein künstlerisches Auge auf die Menschen im Betrieb, auf die Technik und auf Historisches im Zusammenhang mit 110 Jahren Dienstleistung vor Ort zu werfen. Und dem folgten etliche Fotoclub-Mitglieder. Es war so gedacht, dass wir freie Hand haben und das hat geheißen, wir sollen es künstlerisch rüberbringen. Es gehört natürlich der Mensch auch dazu, die Stadtwerke arbeitet ja mit Menschen und mit der Technik auch, das ist klar, aber der Mensch ist dann irgendwie bei dem Fotografieren dazugekommen. Ich habe selbst auch Ideen gehabt, also das mit dem E-Herd und so weiter, da ist natürlich der Mensch vorrangig gewesen, das ist natürlich gewesen. In allen ausgestellten Aufnahmen war die Energie des Unternehmens zu finden. Auch der Fotograf Hans Eilmer sieht die Energie in den Bildern. Das Chormeisterhaus zeigt typisch, es ist Bruck. Man sieht, es ist Marx, der hier abgebildet ist, der die Beleuchtung für unser Chormeisterhaus installiert und der eben mit voller Kraft und Energie hier diese Lampe montiert. Natürlich haben wir als Fotografen auch versucht, diese Energie sichtbar zu machen, indem wir etwas mit Photoshop das Chormeisterhaus bearbeitet haben und hier praktisch fast so aussieht, wie wenn das Chormeisterhaus abbröckeln würde. Aber es ist eben die Energie vorhanden. Die künstlerische Gestaltung der Aufnahmen bietet dem Betrachter interessante Ausblicke auf Aktuelles und Historisches, wie auch Kulturstadtrat Frank-Peter Hofbauer in seiner Rede betonte. Die Ausstellung zeigt aber auch die Stadtwerke Bruck an der Mur in all ihren Facetten und mit all den Menschen, die dahinter stecken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit den Naturfreunden, mit dieser Fotogruppe zusammenarbeiten. Das ist insgesamt schon unsere sechste gemeinsame Ausstellung. Und nachdem das Thema Menschen bei der Arbeit ist, ist es naheliegend gewesen, auch ehemalige Mitarbeiter, die dieser Fotogruppe angehören, hier in dieses Projekt mit einzubeziehen. Die Naturfreunde sind sofort auf diesen Zug aufgesprungen und haben sich sehr gefreut über die Einladung von uns. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. August in den Räumen der Stadtwerke Bruck an der Mur zu sehen. Er hat schon sowas wie Tradition, der Landforstkirtag in Kapfenberg. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit und das Wetter passte und lockte wieder viele Besucher zu dieser Veranstaltung. Für viele stand wohl der Landforstkirtag in Kapfenberg im Mittelpunkt des Geschehens, bietet er doch die Möglichkeit, interessante Angebote zu nutzen, aber sich auch über Neuigkeiten zu informieren. Das frühlingshafte Wetter war der ideale Stimmungsmacher. Wir absolvieren oder führen unseren Landforstkirtag zum mittlerweile 16. Mal jetzt durch und wir haben mit diesem Kirtag absoluten Erfolg. Man kann mit Fug und Recht behaupten, die Landforst Kapfenberg deckt fast alle Bedürfnisse ab. Das ist eine Freude, jedes Jahr kommen tausende Besucher. Und ich glaube, das Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir jung und jung gebliebene Verkäufer haben, sodass für alle Kunden das Passende dabei ist. Und wir sehen vor allem die letzten Jahre, das Publikum wird immer jünger und das freut mich speziell für die Zukunft. Es ist ein ausgezeichneter Start, auch witterungsbedingt in den Frühling. Und unsere Leger, wie man sieht, sind bestens gerüstet für die zukünftige Bauwirtschaft im Jahr 2014. Wir haben also Flager. Also wir sind wirklich bestens gerüstet fürs Gewerbe, für die Privatkunden, für alle, die irgendwo nur Baustoffe brauchen. Als Gesamtverantwortlich für den Bruckmürzzuschlag freut es mich natürlich ganz, ganz besonders, dass unsere Märkte ständig sehr gut besucht sind. Hängt aber auch stark mit dem zusammen, dass wir uns sehr entwickelt haben und sehr gut in die Regionalität einsteigen, was unsere Sortimente betrifft und eigentlich alles tun, was für die Kunden in dem Bereich wichtig ist. Der Landesentscheid im Forstbewerb, wo junge Leute ihr Können in den verschiedenen Bewerben unter Beweis stellen, ist bei den Besuchern besonders beliebt. Hat man ja nicht so oft Gelegenheit zu sehen, was in der forstwirtschaftlichen Ausbildung den jungen Leuten, Mädchen ebenso wie den männlichen Teilnehmern abverlangt wird.
Unterhaltung für die Familie darf aber auch beim Landforstkiertag nicht zu kurz kommen. Vor allem für die Kleinen gibt's einiges. Der Streichelzoo ist immer eine wichtige Station, sind doch Hasen, Meerschweinchen und Co., die hier sehr viele Streicheleinheiten abbekommen. Das Kinderschminken, Ballonfiguren und die Traktorali vervollständigen das Kinderprogramm beim Landforstkiertag. Vom 23. bis 25. Mai finden die Wahlen zum Europaparlament statt. In Österreich wird dabei am 25. Mai gewählt. Eine Wahl mit unterschiedlichen Vorzeichen. Von Denkzettelwahl bis hin zu den Nichtwählern wird alles kolportiert. Wir haben zu diesem Thema EU-Wahlen mit Magister Jörg Leichtfried gesprochen. Die EU-Wahlen werfen ihre Schatten voraus, aber auch ihre Sonnenstrahlen. Im Vorfeld gibt es Analysen und Prognosen. Die Wahlbeteiligung soll laut Umfragen bei 61% liegen. Lediglich 21% erklärten, nicht zur Wahl zu gehen. Aber Umfragen entsprechen nicht immer der Realität. Ja, tun wir es nicht verschreien. Schauen wir mal, wie es wirklich sein wird. Aber klar ist, es ist eine der wichtigsten Wahlen, die es in Österreich zu schlagen gibt. Es geht diesmal nicht nur ums Europäische Parlament, es geht auch um den Kommissionspräsidenten. Und klar ist auch, dass die Chance diesmal so groß wie noch nie ist, die Politik in der Europäischen Union massiv zu verändern, eine andere Politik zu machen. Es gibt die Chance auf sozialdemokratische Mehrheiten im Parlament und es gibt die Chance auf den Kommissionspräsidenten. Also wenn man da nicht hingeht, dann weiß ich auch nicht. Reichen die derzeitigen Informationen aus, um den Bürger zu motivieren? Das ist viel zu wenig Information. Es ist insbesondere die Regierung in die Verantwortung zu rufen, die müsste viel mehr informieren. Wir Europaabgeordneten tun das so gut wir können. Aber wichtig ist, dass die Menschen wissen, zwischen 70% und 75% dessen, was sie betrifft, im täglichen Leben betrifft, wird bereits in Europa und von Europa entschieden. Und deshalb sind die Wahlen zum Europäischen Parlament so wichtig, weil wir entscheiden das. Das entscheidet nicht die Kommission, das entscheidet das Europäische Parlament. Wo drückt der Schuh noch am ehesten? Ja, der Schuh drückt, ich würde nicht sagen überall, aber er drückt sehr heftig bei manchen Dingen. Man muss einmal darüber reden, ist es notwendig, dass sich Europa überall einmischt, in so viele Bereiche einmischt? Meines Erachtens nicht. Aber was können wir tun, dass Europa die großen Dinge erledigen kann? Man sieht jetzt in der Situation der Ukraine, dass Europa schon agieren kann, aber meines Erachtens müsste Europa noch viel besser agieren können außenpolitisch. Das sind die Dinge, die wir angehen müssen. Und dann gibt es ein zweites großes Problem. In der Europäischen Union ist es sehr ungerecht. Die, die sehr, sehr viel haben, bekommen immer mehr und die, die hart für Geld arbeiten müssen, bekommen nicht mehr. Und das ist auf Dauer, das geht so nicht und das muss man ändern. Wie immer es ist, ein zukünftiges Europa wird wohl ohne ihr Parlament nicht funktionieren. Heute war es anfangs nebelig. Am Vormittag lichteten sich die Nebelfelder und es war überall sonnig. Die Temperaturen kletterten wieder über die 20 Grad-Marke. Im Norden gab es am Nachmittag einige Gewitter. Am Donnerstag ziehen vor allem in der zweiten Tageshälfte wieder einige Wolken durch. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Es bleibt sonnig und weiterhin sehr mild. Die Frühtemperaturen liegen bei plus 2 bis plus 8 Grad. Tagsüber gibt es dann milde Werte zwischen 17 und 22 Grad. Mit diesen Aussichten wünsche ich Ihnen noch schöne Fernsehstunden. Verbringen Sie den Abend noch richtig angenehm. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.